Verstärkung noch geschafft. Bereite einen Hinterhalt vor, Kaiser. Nein, nicht so hastig, Sadiq. Tu das nicht. Zeig Allahs Gnade. Nein, nicht so hastig, Sadiq. Ja, aber halt die ganze Zeit wie heißt die Stadt nochmal? Cagliari angegriffen. Das kann Nein. ich doch einfach nicht gebrauchen. Hebt eure Ehre nicht auf. Aber Geld? Eine kluge und gerechte Entscheidung. Das ist sicher. Mir stellt sich niemand entgegen. Gut, das wird aber die letzte Schlacht heute. Müsste aber vorher mal speichern. Genau. Schnell speichern. Nicht, dass das Spiel abstürzt. Und dann eine komplette Schlacht umsonst ist. So, Prinz Peter gegen Hauptmann Lupo. Dieser Tag gehört dem Reich. Auf in die Schlacht! Okay, sind keine Agenten dort. Sehr schön. So, wir haben ja Kanonentürme. So war das nämlich. Ja. So, die gotischen Ritter kann ich hier in der Mitte lassen. Die brauche ich nicht. Erstmal. Die Reiter sind auch nicht unbedingt wichtig gerade. Orgelkanone dagegen ist wichtig. Was haben die noch alles? Stimmt. Die haben ja gar keine Belagerungsgeräte. Ich wünschte, ich könnte die auf die Mauern stellen oder so. Das wird eine klassische Belagerung. Bin gespannt. Wir haben leider wenige Fernkämpfer. Wir könnten aber diesen Rambock hier wegschaffen und sie vor den Toren empfangen. Da hätte ich schon Lust drauf. Ja. Die gotischen Ritter können ja in der Stadt bleiben und die Türme halten. Hier den Turm zum Beispiel. Leute, wenn ich ihn da hinstellen könnte. Gut, einen Turm haben wir. Einen nächsten Turm. Den Turm da hinten hätte ich auch noch gerne. Schauen. Sehr gut. Dann brauche ich nur noch den Turm hier. Schauen. Wo brauche ich die überhaupt? Ich kann nicht die Armbrustschützen hinstellen. Wupp. Wupp. Und hopp. Komm schon. Ja gut, das geht schon irgendwie. Wir fordern sie vor den Mauern heraus. Ich hätte gern die Orgelkanonen auch noch dabei. Die können uns dann ein bisschen den Weg freiräumen. Warum hat er die Armbrustschützen von der Mauer geholt? So. Du stellst dich hier hin. So. Dann Orgelkanone raus. Beziehungsweise so, ja. Aber nicht zu weit auseinander. Und so geht schon. So, dann 1, 2, 3. Hier rüber. 1, 2, 3. Darüber. So, und der General, warte. Ich könnte ja die zwei auch noch mit rausschicken, damit die von hinten Feuerdeckung Feuerschutz geben.
zum Beispiel. Und so. So, dann heißt, die rennen dann hier nach vorne. Und hier. Ein bisschen weiter. So. Und der General wartet einfach hier beim Tor. So, wir verstecken uns nicht hinter den Mauern, wir sind keine Feiglinge. So, ausgezeichnet. So, dann einmal. Hab diesen Mist dort weg. Und dann freies Feuer danach. Schade, ist nicht ganz kaputt gegangen. Der Belagerungsturm ist nur noch Kaminholz. Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Lass die Schweine für diese Unverschämtheit zahlen. Danke! Autsch, Autsch, Autsch. Egal. So, General haut die da weg. So, neu aufstellen. Das General? Ja, der General schafft es. Ja, wir können sie die Mauer nicht erobern hier. Sie fliehen. Sehr gut. Ja, die trauen sich doch wenn. Okay, Fernkämpfer rein da. Nicht Fernkämpfer, Nahkämpfer. Jetzt beenden wir es. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Zickelt sie. Der feindliche General flieht. Okay. Er hat keine Ehre. So, rein mit euch. Die Orgelkanonen sind nicht so wichtig, weil so stark sind sie nicht. War nett, aber es ist nicht wirklich nützlich. Ja, bringt nichts mehr. Das war's. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser.
Oh, wow, da kommen noch mehr. Rückzug. Hier hin und ihr stellt euch davor. Los, 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 los und los. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark. So, neu und aufstellen. Der Feind wird besiegt werden. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Vorwärts und zermalmt den Feind. Oh. Amperschützen runter. Wir bräuchten... Ja, die Abo-Schützen sollten mal hier runtergehen und dann schießt ihr mal auf die. Ihr stellt euch am besten hier unten hin. Die wollen jetzt unbedingt den General haben. Okay, das ist gefährlich. Da ist die Orgelkanone. Ach, die kämpfen gerade. Trotzdem ist es gefährlich wie eine Kanonentürmen. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. General, haut da mal ab. Du bist mit dem Kanonenfeuer. Deswegen. Okay, haut jetzt mal wieder weg. Ja, am gotischen Ritter. Infanterie aufstellen, und zwar hier rüber. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Vorwärts und zermalmt den Feind. Okay, Prinz Peter ist tot. Das ist ein bisschen schlecht. Autsch. Ich dachte wirklich, er würde es überleben.
Schaufelzen auf mit euch. Dann nehmen wir das hier wieder ein. Die dürfen einmal dorthin. Ihr bleibt einmal hier in der Mitte. Wir haben die feindliche Armee geschlagen! Ja, also. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen! Eine sehr sonderbare Armee. Die amgotischen Ritter. Nur ein wahrer Held des Reiches kann einen solch vernichtenden Sieg ausknobeln. Bereite einen Hinterhalt vor, Kaiser. Gefangene als Geldsegeln. Ihr seid klug, Herr. So, klingt auch ein bisschen schlecht. Ich glaube, wir haben gerade einen Soundbug. Ja, man hört nichts mehr. Ich muss nicht irgendwie an- und ausschalten. Nö. Wenn ich kurz rein und rausgehe. Ich hoffe, der hat jetzt nicht einen Fehler dran. Das wäre schlecht. Ja, ein hervorragender Ort für einen immer noch. Okay. Ja, es klingt ein bisschen blöd. Bereite einen Hinterhalt vor, Kaiser. Noch ein Kampf? Aber das schaffen die schon. Gut. Das Reich ist siegreich! Teilen die Einheiten des Reiches! So, wir speichern jetzt. Und das war's für heute. Oh, die Nachrichten gehen wir noch. Nee, Nachrichten nicht. Das machen wir nächstes Mal. So, boah. Waren schon ein paar schreckliche Schlachten heute da. Merkwürdig. Die Verräter die ganze Zeit. Aber wir sind das nächste Mal zu Bitteville 2 Total War. Und ich hoffe, es läuft dann ein bisschen besser mit dem Schlachten. Anfang hatten wir, wie gesagt, ein paar schlechte dabei. Egal. Bis zum nächsten Mal.